Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Politikwissenschaftler Peter Graf von Kilmanzeck hat Demokratien mal eine eklatante Zukunftsschwäche attestiert. Aber er hat auch festgestellt, dass sie die besten Chancen habe, einen fairen Ausgleich zwischen Gegenwart und Zukunft zu schaffen, wenn sie sich als lernfähig erweisen. Diese Lernfähigkeit brauchen wir gerade auch im Bereich der Agrarpolitik. Die Liste der Herausforderungen ist lang. Sie kennen sie: Höfesterben, Dürren, Überschwemmungen als Zeichen der Klimakrise, Artensterben, Übernutzung von Böden und Tieren und schließlich der zusätzliche Kostendruck infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dass Sie da Käse sagen beim Angriffskrieg auf die Ukraine, das passt, das bestätigt jedes Vorurteil über Sie. Ich meine, dass man seine Unfähigkeit durch sein Schweigen vermuten lässt, verstehe ich, aber man muss es durchs Reden nicht auch noch unter Beweis stellen. Es ist offenkundig, dass wir Veränderungen brauchen, gerade weil Landwirtschaft von existenzieller Bedeutung für uns alle ist. Dabei braucht es die Bereitschaft zum Kompromiss und natürlich auch pragmatische Lösungen. Dieser Haushalt ist dafür ein gutes Beispiel. Wir verbinden auf der einen Seite Planungssicherheit in der agrosozialen Sicherung mit neuen Ideen im Ökolandbau. Wir investieren in Forschung, in die Entwicklung, in die Digitalisierung, die übrigens unglaublich spannende Chancen eröffnet. Ich möchte Ihnen an der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausdrücklich danken, dass Sie die 60 Millionen aus der EU-Krisenreserve um 120 Millionen erhöht haben. Wir wollen diese 180 Millionen zielgerichtet, schnell und vor allem unbürokratisch auf unsere Höfe bringen. Wir wollen die übermäßig von steigenden Energiepreisen betroffenen Gartenbaubetriebe, den Obst- und Weinbau sowie die Tierhaltungsbetriebe gezielt entlasten. Das gilt übrigens auch für die Fischerei, für die Sie in der Bereinigungssitzung 10 Millionen Euro ermöglicht haben. Eine dringend notwendige Unterstützung. Auch dafür danke ich Ihnen. Meine Damen, meine Herren, die sich zurzeit überlagernden Krisen zeigen aber auch, wie dringend und wie notwendig die Transformation unserer Landwirtschaft ist. Unsere Politik muss Ernährung sichern und sie muss gleichzeitig dem Erhalt der Höfe dienen. Und sie muss zugleich auch Klima, Böden, Arten schützen, um sie überhaupt noch nutzen zu können. All diese Aspekte bedingen sich gegenseitig. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Und an der Stelle dachte ich ehrlich gesagt beim Zuhören, liebe Kollegen, das richtet sich jetzt vor allem an Sie von der Union, dass wir da eigentlich schon mal weiter waren im Deutschen Bundestag, was den Konsens angeht, der Analyse der Krisen. Über die Wege aus der Krise können wir uns gerne streiten. Das ist normal in der Demokratie. Das ist auch die Aufgabe der Opposition. Aber die Analyse der Krise, dass wir da in Deutschland zumindest einig sind, wenn Sie das jetzt aufkündigen, was Klimakrise angeht, was Artensterben angeht, das fände ich sehr bedauerlich, weil das wird das Arbeiten in dieser Republik künftig nicht leichter machen. Sie und ich und wir alle hier stehen gemeinsam in der Verantwortung, dass wir dem auch tatsächlich gerecht werden. Denn nur so schaffen wir einen fairen Ausgleich zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Auch der nächste Haushalt wird dafür sicherlich ein Gradmesser sein. Vielen Dank.